Mein Name ist Klaus Klaffenböck, möchte euch herzlich begrüßen zu unserem heutigen Thema. Das heißt, es ist eine Frage, wohin gehst du? Oder welchen Weg beschreitest du in deinem Leben, dass du Erfolg hast, dass du weißt, wohin du wirklich kommst auch, welches Ziel du vor Augen hast. Über das möchten wir heute reden. Aber ich möchte wieder vorher ein Lied singen. Und zwar heißt es, kommt und lasst uns ziehen. Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn, zum Hause Gottes lasst uns gehen. Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn, zum Hause Gottes lasst uns gehen. Und er wird uns seine Wahrheit lehren. Die Leute, die dieses Lied komponiert haben, die haben gewusst, wohin sie gehen. Die haben ein Ziel vor Augen gehabt. Wenn man Menschen fragt, wohin sie gehen wollen, was sie vorhaben in ihrem Leben, was die Ziele ihres Lebens sind, dann bekommt man sehr indifferente Antworten. Die meisten wissen nicht ganz genau, wohin sie gehen wollen. Das ist aber, hängt aber mit unserem irdischen Leben zusammen. Ne? Man kann Ziele haben, man kann sagen, ich möchte studieren, möchte irgendetwas Besonderes werden, ich möchte eine Lehre machen, ich möchte ein guter Handwerker werden. Das wären alles Ziele. Aber das Ziel ist noch nicht erreicht damit. Das ist wie ein Läufer, der in einem Wettlauf unterwegs ist, der hat das Ziel noch nicht erreicht, er läuft noch immer. Aber er kann sich ja nicht umschauen, weil wenn er sich umschauen würde, würde er stolpern und dann hätte er Probleme. Und wir sollen so laufen, wenn es um das Reich Gottes geht, als wie wenn wir in einem Wettkampf wären. Es geht nicht darum, dass jetzt einer gewinnt, sondern wir sollten alle gewinnen. Das Lied kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn, zum Hause Gottes lasst uns gehen. Da werden viele meinen, das wäre eine Kirche jetzt, wo ich hingehen soll oder irgendwas anderes in der Richtung. Nein, da geht es darum, dass wir uns in Richtung Gottes bewegen. Dass wir uns in Richtung Jesu bewegen. Ich habe eine Bibelstelle ausgesucht, und da beschreibt Jesus sehr genau, um was es eigentlich wirklich geht. Das ist im Lukas-Evangelium 14. Kapitel. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, mit Jesus, sie haben ja auch gegessen natürlich, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm, ein Mensch, hat jetzt ein Gleichnis gemacht, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um die Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles vorbereitet, es ist alles bereit. Aber sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen, ich bitte dich, mich zu entschuldigen. Ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sage, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete es seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gasse und Plätze der Stadt und führe die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus an die Landstraße und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren,
mein Mahl jemals schmecken wird. Auf heutige Zeit übersetzt wäre das so: Wir sind alle berufen, eigentlich zu Gott zu kommen, zu Jesus zu kommen. Aber wir haben x Ausreden. Ich habe so viel zu tun. Ich habe keine Zeit für irgendetwas. Ich kann keine stille Zeit halten, nicht einmal eine Viertelstunde, dann läutet schon das Telefon. Ich habe ein neues Auto gekauft, das möchte ich erproben. Ich habe keine Zeit jetzt dafür, für so einen Quatsch mit dir da über den Glauben zu reden. Auch das wurde mir schon gesagt. Ne? Und viele, viele andere Ausflüchte gibt es. Und die Menschen wissen gar nicht, dass sie eigentlich das Kostbarste in ihrem Leben versäumen. Das Kostbarste ist das, Gemeinschaft zu haben mit dem, der uns dann einmal im ewigen Leben begegnen wird. Oder kommen wir gar nicht in das ewige Leben? Landen wir irgendwo? Also wohin gehst du? Ich habe viele Menschen gefragt, was wird sein, wenn du stirbst einmal? Wohin gehst du dann? Ja, ist mir egal. Ist mir vollkommen egal. Interessiert mich nicht. Manche sagen, ich lasse mich überraschen. Andere sagen, ich habe eh meinen Glauben. Irgendwas wird sich schon tun. Aber ich muss alle enttäuschen und muss sagen, das wird so nicht funktionieren. Gott hat einen bestimmten Plan für uns. Wir haben als Kinder ein Spiel gehabt. Meine Frau hat es heute zusammengebastelt. Das hat geheißen, das Spiel hat damals geheißen Himmel und Hölle. Und wenn man das jetzt genau anschaut, dann sieht man, da sind ein paar Striche und das hat man so hingehalten und der Freund hat dann sagen müssen, aha, das möchte ich jetzt hier, dass du öffnest. Dann öffnest du und dann siehst du drinnen, das ist nicht schwarz, das ist der Himmel. Der andere hat die andere Richtung gewählt, dann öffnest du und da innen ist schwarz. Und da haben wir gesagt, Himmel und Hölle. Himmel und Hölle. Dieses Kinderspiel, das ja eigentlich gar nicht besonders ist, hat aber eine ganz tiefe Bedeutung. Ganz tiefe Bedeutung für das, wo gehen wir eines Tages hin. Ich möchte jetzt nur ein Lied singen, das heißt, ich will gehen zum Hause meines Herrn. Ich will gehen zum Hause meines Herrn. Ich will stehen vor seinem Heiligtum. Ich will heben meine Hände auf zu dir. Ich will sagen, Herr Jesus, ich liebe dich. Anbetend neigt sich mein Haupt vor dir, denn nur du bist würdig, o Herr. Anbetend neigt sich mein Haupt vor dir, denn nur du bist würdig, o Herr. Ich will gehen zum Hause meines Herrn. Bei all der Tätigkeit, bei all dem Umtrieben, die wir haben, sollten wir uns mal besinnen, wo gehe ich hin? Und ich frage dich noch einmal, wo gehst du hin? Was ist das Ziel deines Lebens? Ist es das Nirvana? Ist es das absolute Nichts? Was für einen Sinn hätten die 70, 80, 90 Jahre in unserem Leben, wenn nachher nichts mehr wäre? Mein Ziel ist der Vater. Es gibt viele, viele Menschen, die irgendeinen Gott in ihrem Leben haben. Irgendeinen Gott, irgendetwas ist zu Gott geworden. Sei es der Beruf, sei es auch die Familie, sei es die Umgebung, sei es das Hobby, Motorradfahren oder Drachenfliegen oder irgendetwas.
Aber nur durch einen, durch Jesus Christus, kommen wir wirklich zum Vater. Und ich bitte dich, Vater, dass du jetzt Herzen berührst, dass sie sich öffnen für dich, damit sie den Weg erkennen, der du selber bist, Jesus. Du hast gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das soll der Weg sein, den wir beschreiten. Weil bei dir ist Vergebung und bei dir ist auch letztlich dann das ewige Leben. Amen.